Hi und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal Einfach Jan. Heute spielen wir FIFA 23. Viel Spaß. So und damit herzlich willkommen zur Runde. So, let's go. So, mal schauen, was ich hier so reise. Ich weiß auch nicht, Digga. Boah, ich bin so selten FIFA, Digga. Die Zerstörung, ich predige euch jetzt schon, es wird eine komplette Zerstörung von mir. Keine Gefahr, die aber trotzdem FIFA ist trotzdem irgendwie ein Spiel, was Spaß macht. So. Nein, war nicht so gut. Aber am Ende fast harmlos. Den hat er nicht richtig getroffen. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Einblendung. Bam. Ricardo Pereira spielt. Okay, Schmutz. So. Bam. Geht auch nicht. Und sie versuchen es heute mit zwei Stürmern. Perfekt. Da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel aussehen wird. So sieht heute die Aufstellung der Gäste aus. Wir passen nach vorne. Wir bauen das Cristiano Romero spielt mit Moussa Diakaté. Das Spiel auf, Digga. Yaya Touré steht gemeinsam mit Dennis Zakaria im Zentrum. Und vorne drin sehen wir heute zwei Stürmer. Ich bin sehr gespannt, wie bei Ihnen das Zusammenspiel funktioniert. Heilige Scheiße, Digga. Reden die über mein Team oder über welches? Ich habe keine Ahnung, Digga. Die Heimmannschaft. Keine Ahnung, welche Mannschaft ich überhaupt bin. So, gut, Spielaufbau. Bam! Solche Bälle sind eigentlich so zum Teil einfacher. Habe ich das Gefühl. Aber ich weiß auch nicht, oder ob ich das nur meine. So. Jetzt gibt's Einwurf. Boah, ich bin so angeschlagen, Digga. Boah, meine Stimme. Ich kann kaum kommentieren, ich kann mich kaum konzentrieren, wirklich. Mein Kopf überall, aber nicht da. Aber nicht beim Aufnehmen. Digga. Ich hab Digga wirklich immer nur krank, Digga. Kurz eingehakt, jetzt wird's vielleicht gefährlich. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, geht so. Und lässt nichts anbrennen. Ball ist weg. So. Ist hier immer noch am Ball. Die Fans wollen den Abschluss. Nein. Hält er diesen Ball. Das sah gut aus. Boah. Klasse, dieser der Torwart hält noch. Mendy, wie auch immer, Digga. Mendy, wie auch immer man ihn ausspricht, Digga. Sehr effektiv dieses frühe Pressing. Sie gehen schon früh drauf, gehen auf Ballgewinn und werden dafür belohnt. Gute Parade. Hol ihn dir, Digga. Oh, gehalten, das gibt's doch nicht. Was für ein Duell. Nerven behalten, das war eine Glanzstart. Bam. Ach, Digga. Neymar, okay. Der Neymar, keine Ahnung, Digga. Boah, was soll ich machen, Diggi? Problemlos hat er hier den Ball. Problemlos. Da kann er ihn stoppen. Vollans. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Und gibt's jetzt die Führung? Da ist die Führung. Digga. Okay. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Heilige Scheiße, Digga. So. So. Ach, Digga. Ich wollte einen geilen Pass nach rüber gehen, Diggi. Aber das hat auch nicht geklappt. Voller Einsatz hier. Sie haben den Ball. Gute Ballerung. Ey, nein, Digga. Er zieht vorbei. Aus dieser Hereingabe wird also erstmal nichts. Ja, Touré. So, okay, Pam.
die Flanke für Gabriel Jesus. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Wir schauen noch mal auf den Treffer. Ja. Die Flanke. Ja. Den Ball noch mal kurz nicht sofort ab. Nimmt Zeit der Welt, die er auch hat. Kann man machen. Muss man aber nicht. Das war jetzt ein sehr, sehr random Tor-Ding. Boah, krass im Sterben, Digga. Vorne jetzt die Balleroberung. Digga. Und die muss ich da ganz lang machen. Die Chance jetzt hier vielleicht für den Außenseiter. Schauen wir mal, was sie draus machen. Ecke in die Mitte. So. Misslungene Befreiung hier. Okay, bam. Ein bisschen schräger, Digga. Wäre auch gut, cool gewesen. Eine kleine Kurve einbauen und dann bam, Digga. Nein, ich will keinen wechseln. So. Okay. Und bam. Bam! Aus dem Schuss wird nix. Er geht weit rüber. Hey. Sie hat sich deutlich mehr erhofft, aber wir sehen es ja am Ergebnis. Wir sehen es an diesem Spielstand. Man muss seine Überlegenheit auf dem Papier auch in Chancen und in Tore umsetzen. Sonst macht man es sich selbst schwer. Und das erleben wir heute. Ja, passt auf. Gute Chance natürlich hier in Führung zu gehen. Ah, da sind die Fans sauer. Aus ihrer Sicht musste es da Elfmeter geben. Da kommt die Ecke. Bam. Weiter gefährlich, das war zu halbherzig. Der Schuss. Ah, ja, der Torwart hält immer noch. Der Ehrenmann. Schon wieder Eckstoß. Eckstoß, Digga. Sie bekommen den Ball nicht raus. Ja, wir bekommen den Ball wirklich nicht raus. Klasse Timing, da kommen sie nicht durch. Bam. Havertz. Chance zur Führung. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Digga. Ja, den musst du erstmal halten. Da musst du überhaupt erstmal rankommen. Heilige Scheiße, Digga. Die Reflexe sind unfassbar. Jetzt kassiere ich ein Tor. Machen Sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Und das war sehr offensiv, immer wichtig und richtig. Das ist schön. Das ist sehr schön. Ich hoffe, wir spielen gleich weiter oder vielleicht noch ein kleines Schlückchen Wasser. Aber vielleicht noch trinken. Ja, sonst kacke ich. Sonst kacke meine Stimme hier komplett ab. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. So, jetzt müssen wir ein bisschen weiterspielen. Die Voice Tracks in meiner Stimme, ich höre sie bis hier. Jetzt kommt der Schuss. Baumann ist da. Baumann. Ach, Digga. Ich hasse diesen Namen. Ich dachte schon, der geht rein. Ich dachte, der geht rein, Digga. Ich dachte, der geht rein. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Ja, ja, ich glaube, das könnte eine Karte nach sich ziehen. Ja, gelb, gelb. Wen juckt die gelbe Karte, solange es nicht die rote ist? So. Torwart hält ihn. Wie immer kein Problem. Er geht dazwischen. Jetzt ist der Platz da. Sie holen sich die Führung zurück. Da ist das Tor. Einfach richtig stark. Digga, es gibt doch, Digga. Meine Fresse. Es gibt doch einen. Obwohl habe ich vor. Okay, voll. Doch. Eigentlich habe ich geskippt, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Da gibt es nichts mehr zu halten. Das kam so unerwartet, das Tor. Bam. Oh. Nur noch der Torwart vor sich. Szene geht weiter. Boah, wie hat er den denn gehalten? Fragen uns alle, Wolf. Der wurde ein sicheres Tor. Ja. Torwart macht auf jeden Fall die beste Arbeit in wahrscheinlich in allen Spielen bisher, wirklich. Noch nie so gut den Torwart gehabt, Digga. Der Cam ist auch so komisch irgendwie. Gefühl, wenn sie setzen sie früh unter Druck, sind da, gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Vorland, gute Chance jetzt.
Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert. Warum genau hat er jetzt nach vorne gespielt? Weg ist der Ball. Aber egal. Tolle Parade. Die kann noch mal ganz wichtig werden. Sie sind weiter dran. Oh, das wird gefährlich. Das ist noch gefährlich. Bam. Aus dem Angriff wird also nichts. Och, leck mich am Arsch, Digga. Leck mich am Arsch. Das macht er gut. Das wäre die Chance gewesen, hier weiter nach vorne zu ziehen. Aber wir haben es ja gesehen, das war zu nachlässig. Ja, und so haben das war definitiv zu nachlässig. Das sind so Szenen, die sich er macht da auf, aber ich gehe da durch. Dem hat er nicht gerechnet, Digga. Also so halb schon, aber... Also bam, wir passen den Ball hier rüber, passen den Ball zu dem. Ah, na, zu dem wollte ich eigentlich nicht, aber von mir aus. Hätte gut gehen können. Der Ball kommt rein. Nein, wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Trifft er einfach nicht richtig. Boah, das wäre auch ein saftig-naftiges Tor gewesen. Zwar ganz schönes. Lehmer. Aber jetzt könnte der Pass kommen. Oh, Ballverlust. Bam. Also, ich weiß nicht warum, aber meine Spiele sind wirklich, die stehen wirklich nie frei. Also wirklich nie. Also das FIFA ist wirklich ganz komisch, Digga. Ganz komisch. Wie ich es auch immer wieder sage. Ganz komisches FIFA-Teilchen. Aber wirklich, mit Abstand, ein komisches Teil. Ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Jetzt kann sich was entwickeln. Und mit dem Tor sind wir mit zwei vorne. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass und dann hat der Torwart natürlich zwei Leute vor. Ja. Was will er da machen? Er muss sich für eine Seite entscheiden. Der neue Spielstand lautet jetzt also... Digga, wo zum Fix sind meine Mates? Wo, Digga? Jetzt zieht er in die Mitte. Digga, was? Und jetzt bekommen sie die Chance. Digga, was ist das, Digga? Bei FIFA 22 wäre das nicht so gewesen, Digga. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Und auch die Chancen holen sie immer wieder raus, sind enorm aktiv. Also mit dieser Führung im Rücken können sie fast beruhigt aufspielen. Schieß doch einfach. Digga. Vielversprechender Steilpass. Spielt den Ball. Super gehalten. Was für eine Aktion. Also der muss doch sitzen. Da ist der Ball weg. Der bringt den Steilpass. Überfordert, mein Kopf ist komplett überfordert. Sprungparade von Mondi. Super gehalten. Er geht in den Strafraum. Nee, da muss er sich gar nicht groß anstrengen. Da müssen sie mehr draus machen, keine Frage. Aus der Distanz, das war eine dicke Chance. Schöner Pass. Gabriel Jesus. Ach, Digga. Wirklich, Digga. Nur bei mir so viel Pech, nur bei mir. Ball ist bei Volland. Jetzt können sie kontern. Super, wie er sich durchsetzt. Der, immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter wachsam sein. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Der, okay. Noch 9 Minuten knapp. Das sind vielleicht noch 2 Real-Life-Minuten. Er zwingt diesen Ballverlust. Ja, ich glaube, das könnte gelb geben. Ja, gib mir gelb und weiter. Es gibt gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. So. So. Viel Übersicht bei diesem Pass. Bam. Der Keeper jetzt mit dem Ball. Direkt weiterspielen, Digga. Ganz wichtig und richtig. 6 Minuten sind noch zu gehen. Bam. Hinten. Ach, Digga. Der Hintertribble-Move wollte ich auspacken, Digi. Davis. Bam. Jesus. Boom! Das war dann doch deutlich drüber. Digga, was sind denn das für Schüsse, Digga? Lehmar.
So. So. Carlos Soler. So. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Die Mitspieler wollen ihm helfen. So, bam. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Schiri lässt es bei einer Ermahnung bewenden. Ist nicht jeder mit einverstanden. War aus ja, komm, schieß. Schieß. Schießen. Er erzwingt den Ballverlust. Bam. Ja, vorbei ist er. Die UFA-Fans, sie wollen, dass Harvard abzieht. Da hat er die Chance. Boah, nochmals die Abwehr, Digga, von. So, und jetzt müsste der Abpfiff mal kommen. Ja, und dann will ich auch sagen, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr, 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 sehr über dich freuen. Und ciao, euer einfach Janosch. Ciao.